Oh, 103. Das war mal seit langer Zeit mal wieder so, so eine schlechte Aufnahme. So, 170 ist möglich. Big Fish. Ja, rein. Bullseye. Tu es. Boom. Er macht es. Lovenich checkt die 170. Was ein Highlight. Die 90 müssen erstmal wieder gespielt werden von Chris Doby. Jetzt darf er Doppel 15. Und er lässt aus. So, 100 für Lovenich. Doppel 20. Und zwar auf Doppel 20 zum Ausgleich. Ja, er kommt hier tatsächlich nochmal zurück. Und wie dieser Lukas Wenich. Wahnsinnsmatch. 4 Legs in Folge an Lovenich. Davor 4 Legs in Folge an Chris Doby. Das wäre der absolute Knaller hier, Robby. Oh, eine 140 von Chris Doby. Auch hier wieder die Triple dabei. Auch das ist sehr konstant, sehr gut. Und weiter ziehen die zwei den 100er Average hier durch. Checkout-Quote von Lovenich auch nochmal beachtenswert, Robby. 5 von 7 getroffen. Die von Doby eigentlich auch nicht schlecht mit 36%. Also klar, die 40 visiert man an, aber... Und auch das, Robby, Lovenich spielt den 100er Average hier, ohne eine 180 geworfen zu haben. Aber 7-mal die 140. Chris Doby 10-mal die 140 in diesem Match. Dazu 9-mal 100, aber 18-mal die 100 plus bei Lukas Wenich. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Erfolgsgeheimnis bisher gewesen. Konstant die 100 geworfen. Kein Finish für Lukas Wenich. Jetzt 6 Darts für 114 Chris Doby. Es ist ein Finish. Ist ein Finish. 109. Triple 19. 12 oder 20? 52 Rest sind's. 20 nimmt er, so wie es aussieht. Ja, 32. Und jetzt nochmal ein Highlight. Es wäre natürlich echt ganz schön heftig, wenn er das zweimal schafft, so ein Ding. Oh, ist möglich. Triple 19. Bullseye. Gibt's doch nicht! Das gibt's ja nicht, Lovenich! Mit der 167 zum Match! Und was eine Sensation hier in Trier! Lovenich spielt hier das Spiel seines Lebens! Checkt die 170, checkt die 167 zum Match, spielt ein Average jenseits der 100 und damit seinen besten der Karriere vor TV-Kameras.